Mayana. Das Portal der Rose wurde geöffnet. Dahinter kann nur diese Orima-Priesterin stecken. Ihr seid der Sumura, der es in meine Ehrengarde geschafft hat? Die kam mir von Anfang an so komisch vor, dass ich nur, weil sie wie das Auge, wie der Mund Saurons aussah. Jetzt haben wir tatsächlich geholfen, den Feind reinzulassen, ne? So ist es, aber gut, jetzt wenden wir uns wieder dem Elf zu. So ist es, dann seid ihr sicher Taraka. Ich verstehe nicht ganz, warum sollte die Romia-Priesterin so etwas tun? Wer bin ich? Warum sie das tat? Wer kennt schon die Wege einer Virnorima-Priesterin? Ich jedenfalls lasse nicht zu, dass der Palast oder gar die Prinzessin in die Hände des Feindes fällt. Das bin ich Adanat und Hochkönig Fenvarien schuldig. Am besten ist es wirklich, die Prinzessin hier wegzubringen. Das Portal der Rose bezieht seine Kraft aus dem Nurti-Schrein. Daher befahl ich vorerst nichts gegen den Verfall des Gartens zu unternehmen. Durch euer Zutun konnte sich die Orima-Priesterin meinem Befehl widersetzen. Mist. Doch das spielt nun wohl kaum noch eine Rolle. Als Krieger Tishyanas erwarte ich Eidestreue von euch. Wenn wir die Prinzessin vor dem Feind bewahren wollen, müsst ihr sämtliche Angreifer im Hof beseitigen. Danach trifft mich am Portal der Rose. Naja, das ist das Mindeste, was wir tun können, um das hier wieder gut zu machen. Wie stark seid ihr denn? Seid ihr überhaupt Hordenschütze? Okay, mit denen können wir nicht sprechen und angucken können wir sie auch nicht. Und viel tun können sie auch nicht. Lassen wir die anderen mal kämpfen. Mal gucken, was haben sie denn dabei. Oh, Pfeile. Und Fellfetzen. Und ja, ich sammle mit dem Kampfzeug ein. Die unterbrochene Unterredung? Hilft bei der Verteidigung, sichere den großen Hof. Los, Leute, Angriff. Und Fyrus steht da hinten. Ja, Fyrus ist eine gute Bogenschütze, definitiv. Ach, nebenbei, ich vergaß ein paar Sachen. Erst einmal wollte ich ein bisschen mehr überreden. So. Oh, und Menschenkenntnis hat auch höher. So. Nein, Kuano wollte ich nicht auf aggressiv stellen. Kuano hatte ein Level up, deswegen kriegt er jetzt in seine Fechtwaffen einen Punkt. So. Und vielleicht noch auf Falschen einen Punkt. So. Hallo Abschaum des Namenlosen. Ihr Hordenkrieger kennt wohl die Macht eines Geoden nicht, hä? So, das hast du davon. Okay, es stürmen noch mehr Gegner rein. So. Ja, ihr könnt ruhig alle auf den da einschlagen. Habe ich nichts dagegen. Keine Spätops des Namenlosen mehr im großen Hof. Sehr gut. So können sie uns bei meinem Vorhaben nicht in den Rücken fallen. Und im Vorhaben, das Tor zu schließen? Was ist mit der Prinzessin? Eigentlich sind wir doch wegen ihr hier. Genau so ist es. Ohne die Orima-Priesterin hätten wir nicht hierher gefunden. Wir müssen unbedingt zur Prinzessin. Sie schwebt in großer Gefahr. Genau. Für den Schutz der Prinzessin bin einzig und allein ich verantwortlich. Niemand sonst. Was die Orima-Priesterin angeht, warte. Ich fürchte, sie hat den Verstand verloren und benutzt ihre Kräfte, um ihre Weissagungen wahr werden zu lassen. Das ist nicht gut. Aber genug davon. Wir müssen das Portal so schnell wie möglich versiegeln.
haltet mir die namenlosen Horden vom Leib, während ich versuche, die nötige Magie zu wirken. Okay. Hallo, Hordenkrieger. Den Hordenschützen da hinten, den brezel ich mal weg. Oder auch nicht. Dann kriegt er einen gezielten Schuss von mir und ich wollte ja gucken. Ich hätte schwören können, ich hätte... Ich habe den Lademeister schon, oder? Ja. Das war ein schöner Schuss mit der Armbrust. Sehr gut. Haltet sie weiter von mir ab. Okay, er muss wahrscheinlich an allen vier Säulen rumhantieren. Oder an allen vier von diesen Kohlebecken oder was auch immer das ist. Ich habe eine Wunde davon getragen, fällt mir gerade auf. Deswegen sollte mich Fyris mal heilen. Ein... Wer hat keine Munition mehr? Immer wieder Fyris. Und sie kann die Pfeile haben. Ich sollte mir vielleicht in diesem Kampf etwas mehr Mühe geben. Ja, genau. Was tragen die Krieger bei sich rum? Eine Drachenzahnkeule, nö. Bald haben wir das Portal unter Kontrolle. Nicht nachlassen. So, jetzt rennt er zum nächsten und da kommen gleich schon die nächsten Gegner raus. Was? Angriff! Sternstaub oder Stern. Wurf von Quano und schon liegt der erste. Ei. Achtung! Sanyasa! So, ein Scharfschuss auf den. Naja, das hat nicht besonders viel gewirkt, aber es hat ihm eine Wunde gemacht. Meistens ist es besser, Gegner Wunden zuzufügen. So, jetzt fehlt nur noch einer. Die Stellung halten. Nur noch ein letzter Zauber und das Portal ist versiegt. Kann das sein, dass er irgendwie langsam... Ein Horden-Oger? Okay. Ja. Angriff! Alle Mann auf den Horden-Oger. Ja? Achtung! Ja? Nein. Du heilst erstmal Quano. Ja. Das sind schon mal zwei Wunden. Sehr gut. Aua, wer haut mich denn? Fyris, halt gleich mal Vorgrim. Ja. Ich sollte nicht so nah an dem Horden-Oger stehen. Und ihn lieber blitzen. Oh, Quano, zieh dich mal zurück. Ja?
Fyris kann ihn nicht mehr heilen, Kuano. Was? Deswegen werf mal Sternstaub auf ihn. Ja. Sanyasa! Und Fyris, gib ihm noch eine Wunde. So, mit 4 Wunden hält er nicht mehr lange durch. Ja. Nur noch 2 Trefferpunkte. Wenn Fyris jetzt noch den Pfeil abschießt, ist er weg. Genau. Oh, Kuano hat's erwischt. Das ist kein Problem, wenn er wieder aufsteht, kann ich ihn bandagieren. Was zur Hölle? Was, warum, wie? Was soll denn das? Sowas aber auch. Filiason? Filiason! Wo bist du? Ist doch in der Globule geblieben. Hier ist er jedenfalls nicht. Vielleicht weiß ja dieser Inuart. So ein Dreck. Ganz ehrlich, so ein Dreck. Wie konnte das jetzt passieren? Jetzt müssen wir einen anderen Weg zu Filiason finden. Filiason ist jenseits des Hirnrisses zurückgeblieben. Doch ist dieser Riss seither verschwunden. Ich muss einen anderen Weg zu jedem wundersamen Ort finden. Meine einzige Hoffnung ist der moische Bootsmann Filiasons, dessen Visionen und Träume den Käpt'n zu jedem Hirnriss führten. Ich soll mich mit Ino beratschlagen. Okay. Das steht natürlich jetzt außer Frage, dass das das Erste ist, was wir machen. Erst einmal geben wir Erzmagier Rakorum seine Spitzhacke zurück und schließen die Aufgabe ab. So. Erzmagier Rakorum hat ja seinen Novizen wieder. Ja. Oh, da bist du ja wieder. Und da ist ja auch Notte. Ja, Dottel. Ja, es ist uns gelungen, ihn zu befreien. Oh, Sünde sei Dank. Ich dachte schon, ich müsste mir schon wieder einen neuen... Ja. Dann wollen wir mal weiterreisen. Diesmal schaffen wir es bestimmt bis nach Havena. Ich hoffe, Fürst Benain ist über die Verspätung nicht zu ungehalten. Mach dich also bereit und... Aber Meister, was ist mit unserem Forschungsmaterial? Wir können es doch nicht hier lassen. Ja, eigentlich nicht. Oh, ach ja, das nehmen wir doch lieber wieder mit, was? Na, dann kommt noch. Transversalis! Einen Moment noch, Meister. Ich muss mich noch für meine Rettung bedanken. Hier, das mag euch auf euren Reisen noch nützlich sein. Ihr müsst nur aufpassen, dass... Ja, gleich weg. Transversalis! Naja, damit wäre die Sache erledigt, oder? Ja. Ah ja, kein Reisender, kein Zoll. Klare Sache, oder? Los, gehen wir ein helles Trinken. Sehr schön. Sind wir die los. Und was haben wir? Nottels Trank. Unbekannt und nicht immer gleich. Probieren wir es doch einfach mal aus. Und er macht uns... Was für einen Bonus gibt er uns denn jetzt? Oh, nee,